Moin Moin, wir sind Johannes und ihr seid bei Disversiv. Wir analysieren heute die Netflix-Neuerscheinung Annihilation, auf Deutsch Auslöschung. Die Erde ist befallen, befallen von einer sonderbaren Lebensform, einer Art Schleier aus Licht, vom Militär nur der Schimmer genannt. Als Linas Ehemann Kane ein Jahr nach einer Geheimmission im Schimmer zurückkehrt, entpuppt er sich als körperlich und geistig schwer angeschlagen. Lina begleitet ihn unfreiwillig in die Militäreinrichtung Area X, von wo erneut eine Mission in den Schimmer aufbrechen soll. Diesmal ein Team aus Wissenschaftlern. Um ihren im Sterben liegenden Mann zu retten, beschließt die Biologin, an dem Einsatz teilzunehmen. In bruchstückhaften Erinnerungen erleben wir, wie die fünf Frauen immer tiefer in den Schimmer eindringen. Dort begegnen sie gefährlichen, mutierten und kopierten Tieren und finden verstörendes Videomaterial des letzten Teams, das offensichtlich geisteskrank geworden ist. Die Reise wird für Lina auch zur Reise in Erinnerung, wie eine Affäre in Abwesenheit ihres Mannes. Lina erreicht allein den Leuchtturm, den Ursprungsort des Schimmers, und kommt mit einer vermutlich außerirdischen Lebensform in Kontakt, die eine Kopie von Lina anfertigt, wie zuvor schon von Kane. Eine der beiden Versionen von Lina verbrennt im Leuchtturm zusammen mit diesem und der Schimmer löst sich auf. Am Ende sind Kane und Lina wieder vereint. Ob es sich um die echten oder die Kopien handelt, bleibt offen. Wir fangen diesmal mal von oben an. Worum geht's eigentlich grundsätzlich in dem Film? Was ist so das Thema, das über allem Oh steht? Gott. Also, ich denke mal, ein ganz wichtiger Aspekt ist hier, dass Lina, die Hauptperson, ja Biologin ist. Wir haben ein Motiv, das sich durch den ganzen Film zieht. Das will Zellteilung. Etwas teilt sich, es entsteht was Neues, Zellen oder es sind halt auch Menschen, die sich verdoppeln, Tiere, irgendwas breitet sich aus, der Schimmer, Also Kopien. Kopien. Ja. Das könnte, also halte ich für eines der grundlegenden Sachen. Und, okay. Man kann das auch direkter noch mit vielleicht Krebs in Verbindung bringen. Das ist auch so ein zweiter Aspekt, der da immer mit reinspielt. Es wird erwähnt, dass Ventress auch an Krebs leidet und deswegen auch in den Schimmer mit reingegangen ist, weil sie eigentlich vielleicht noch irgendwie was erleben wollte in ihrem Leben. Ja, sie wollte ihr letztes Rätsel lösen. Genau, Ja. das ist. Und zu Anfang erklärt ja Lina auch, wie Krebs funktioniert eigentlich. Wie so eine Krebszelle unsterblich wird. Erklärt sie Medizinständen. Ich denke, das ist so eines der grundlegenden Themen, aber vielleicht ist das auch noch nicht so das Finale, was über allem steht. Ja, ich habe an diesem Film ein bisschen rumgekaut. Ich war mir erst nicht so ganz sicher, ob man da überhaupt so was Konkretes rauslesen könnte. Ich denke, ein ganz wichtiges Motiv in dem Film ist der Gedanke, dass was zerstört wird und daraus was Neues entsteht, oder andersherum, dass um was Neues zu erschaffen, was Altes zerstört werden muss. Also die ganze Umwelt, die ursprünglich auf der Erde war, wird ja von dem Schimmer, ich sag mal, gebrochen, zerstört aus unserer Sicht. Auch die menschliche DNA oder der menschliche Körper wird beeinträchtigt, vielleicht auch geschädigt aus unserer Sicht, aber es entsteht auch immer was Neues daraus. Auch das Motiv der Selbstzerstörung wird einmal von der Psychologin Ventress angesprochen. Selbstzerstörung, um was Neues zu erschaffen. Und die Tatsache, dass das Sterben ein in unserer DNA angelegter Effekt oder Defekt ist. Das heißt, etwas, was auch von der Natur gewollt ist. Etwas, das Ist etwas. schon gut, dass auch was stirbt ab und zu, oder? Genau, oder zumindest. Sagen wir mal so, die Natur schert sich nicht darum, was wir jetzt als leben oder nicht leben oder zerstören oder nicht zerstören erachten. Die Natur ändert einfach alles immer weiter und immer weiter. Das war so ein bisschen das, und der Schimmer ist ja so ein bisschen die Verkörperung davon in Zeitraffer. Das war so ein bisschen das Erste, was mir dazu eingefallen ist. Das deckt sich natürlich ganz gut mit der Schlüsselszene im Leuchtturm, in der Ventress auch sagt, dass ihr Körper und ihr Geist in kleinste Teile verstreut werden und sie sich so auflöst und daraus wieder was Neues entsteht. Also du meinst, dass dieser Zyklus zwischen Ja. Vernichtung und Entschöpfung, Ja. Schaffung von Neuem, Ja.
der ist so ein entscheidendes. Also das stimmt, ist natürlich ein Motiv, was sich auch durch den ganzen Film zieht, was Ja. man an vielen Dingen sieht. Glaubst du, da steckt auch eine Message hinter? Ui, Message. Ja, ich würde meine Theorie oder meine Intuition da so ein bisschen untermauern, zum Ja. Beispiel mit einer Szene. Es gibt ja die Physikerin im Team und es wird erwähnt, dass die sich mal selbst verletzt hat, eine Zeit lang. Die hat auch so Narben auf Ja, dem ja. Unterarm. Und in der letzten Szene, in der die vorkommt, in der sie sich dann entscheidet, Teil der Natur zu werden, ja, dann wird sie auch Teil des Waldes. Sieht man, wie aus diesen Narben heraus, also ihrer Selbstzerstörung, diese neuen Pflanzenarme kommen. Also ich sehe das als sehr symbolisch an, auch so, aus diesen Narben kommen halt diese neuen. Ja. Und sie akzeptiert das dann und sagt, okay, Sehr also schlüssig. ja. Ich habe das Ganze auch mehr so ein bisschen in der Reise in den Geist, in die Erinnerung von Lina gesehen. Es ist ja so, dass sie eigentlich reingeht in den Schimmer, weil Kane im Sterben liegt und sie ihn retten will. Das sagt sie auch so. Und ich denke, dass sie gerade auch wegen ihrer Affäre Schuldgefühle hat und deswegen, ich muss das jetzt machen, ich muss ihn da retten. Und diese Reise in den Schimmer ist auch so ein bisschen eine Reise in ihre Erinnerungen. Man sieht öfter auch so Sequenzen aus ihrer Vergangenheit, wenn sie in den Szenen, in denen sie im Schimmer unterwegs ist. Die Szenen selber, die im Schimmer spielen, sind aber auch immer sehr abgeschnitten. Das heißt, man weiß zum Teil gar nicht, was vorher, was nachher passiert ist. Man weiß auch gar nicht, ob das jetzt so wirklich passiert ist. Das sind ja auch nur Das ist extrem erzählte seltsam, Erinnerungen eigentlich. Also ja. man sieht ja auch einige Sachen aus der Sicht von Lina, die auf so einem Stuhl sitzt und um sie herum so Leute mit Schutzanzügen und da, denen sie diese Geschichte erzählt und kommen da mal so Fragen rein. Das wirkt auch alles so ein bisschen als, also man weiß nicht, wie zuverlässig sie auch beim Erzählen ist. Ja. Und deswegen hatte ich so am Anfang eigentlich die Idee, dass es vielleicht gar nicht um so eine tatsächliche Geschichte geht, sondern dass das mehr so ein ja, ihr persönlichen, geistigen, so eine Sie Art, verarbeitet da irgendwas, meinst du? genau, dass es so eine Art Verarbeitung von ihren Ja. Erlebnissen ist. Oh. Das fällt mir ein bei diesem Motiv. Sie ist ja Biologin und diese Zellteilung, Krebs, das zieht sich durch alles, was da passiert, mit dem, auch vielleicht mit der Auslöschung dieses Es war alles Zyklus. nur ein Traum. Naja, ich Ja. weiß jetzt nicht, ob ein Traum, aber Ja. vielleicht ist sie selber so psychisch krank und erlebt dann immer wieder solche Sachen, die da in so einer fiktionalen Welt Ja. spielen. Ich dachte nämlich auch, dass Auslöschung sich vielleicht gar nicht auf Menschen bezieht oder auf Lebewesen, sondern dass es um Erinnerungen geht, die ausgelöscht Ja, werden oder aber auch. ausgelöscht werden sollen. Also mindestens ist das auch in dem Film drin. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Ventress sagt auch einmal, unser Verstand löst sich auf, Körper und Verstand. Das heißt, auch, dass man Erinnerungen verliert, ist auch auf jeden Fall ein ganz wichtiges Motiv, ja. Vielleicht passt das auch in dieses Zerstörungs-Erschaffungsmotiv wieder rein. Erinnerung. Also Das ist schon ein bisschen ich schwieriger. dachte jetzt bei der Auslöschung der Erinnerung eher an die Szenen, in der sie da mit dem Ärzteteam steht und Sachen erzählt. Und da fehlen immer so Abschnitte. Ja, ich Sie weiß. weiß ja auch, sagt ja auch, wie hat sie da 5 Monate überlebt oder so. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sie erzählt ja, dass sie den Schimmer vernichtet hat. Das wird uns auch so gezeigt in der Ja. Szene. Also der verbrennt alles. Aber in der allerletzten Szene sieht man dann, dass sie halt doch irgendwie in ihren Augen ist noch was von diesem Schimmer. Sie ist also auch nicht so ganz koscher, was Ja, das angeht. da ist halt auch die Frage so ein bisschen, inwieweit diese Aufzeichnungen, die der Zuschauer da sieht, jetzt wahr sind, das was passiert ist, oder ob das mehr so ihre Erzählung ist. Denn Genau. in der Szene, in der sie eben im Leuchtturm ist und erst Ventress begegnet und dann Kontakt hat mit dieser, sagen wir mal, extraterrestrischen Lebensform, in der entsteht so eine Kopie von ihr, dieser Klon, und sie nimmt dann so eine Phosphorgranate und zündet die in den Händen. Man sieht diesen Schimmer und denkt dann, okay, das war jetzt doch die Kopie. Ja. Aber die Szene davor zeigt eigentlich, dass es nicht die Kopie ist. Und deswegen, ja. Ja, was mich daran so ein bisschen stört, ist, also deine Theorie ist, dieser Schimmer oder diese Lebensform versucht, die Menschheit zu unterwandern Sowas irgendwie. in der Das ist, Richtung, ja. Das spricht auch für diese Kane-Theorie so ein bisschen. ja. Kane ist krank bis zum Ende und als der Schimmer weg ist, ist er auf einmal gesund, hat dann aber auch diesen Schimmer um sich rum und in den Augen. Da wird eigentlich klar, dass es nur vorgespielt ist, Ja. seine Krankheit, denke ich. Ja. Und
wieder im Sinne dieses Themas von Zerstörung und Vernichtung einfach immer alles verändert, kopiert, was es sieht, das dann auch wieder verändert und mehr gar nicht denkt oder plant oder irgendwie feindselig auch handelt der Menschheit gegenüber, sondern einfach ganz neutral Alles zerstört alles einfach. zerstört und neu erschafft. Von daher, vielleicht kann man auch sagen, dass die Frage, ob sie jetzt die Kopie ist oder die echte, Egal ist. genau, egal ist, Ja, richtig, ja. die Zombie-Tiere zum Beispiel. Genau, ich meinte jetzt konkret den Bären. Ich weiß nicht, ob es ein Zombie war, Ja, aber okay. dieser Bär, Mutierter Bär. dessen Fähigkeit es war, die Schreie von den Menschen oder Lebewesen, die er getötet hat, zu imitieren. Also das war ja auch. Sehr merkwürdig, ja. Ja gut, also einerseits passt es in dieses Thema rein, der Mutation, so, Ja, aber es was ist schon übernommen wird. sehr weit reinkonstruiert. Also Genau, also ich glaube, das war so ein bisschen, na gut, man für wollte den halt Trailer. Action reinbringen, ja genau, vielleicht für den Trailer. Ja, der Alligator, dieses Szenen fand ich auch ein bisschen komisch, ehrlich Ja. gesagt. Man weiß auch nicht so genau, was der Film eigentlich will. Ist das jetzt ein Horrorfilm? Da Ja. geht auch vieles in die Richtung mit diesen Tieren, die da irgendwie sprechen. Oder geht es mehr um so ein Drama, Sci-Fi-Drama, sowas? Ja. Ist schwierig einzuordnen. Das war's mit Part 1 unserer Analyse zu Auslöschung. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal.